Hallo liebe Leute, mein Name ist Wambole Menzel. Willkommen zu einer neuen Folge Quarantine School. Heute zeichnen wir eine Manga-Figur. Das hier ist Ranma Saotome von der weltbekannten Serie Ranma ½. Die Geschichte ist sehr außergewöhnlich. Eines der außergewöhnlichsten Manga-Geschichten oder überhaupt Comic-Geschichten, die es gibt. Eine Person, eine Art Superheld, ein 16-jähriger Teenie, der sich verwandelt in ein Mädchen immer dann, wenn er mit kaltem Wasser überschüttet wird. Das heißt, wenn es regnet, dann verwandelt sich dieser Junge in ein Mädchen. Und das verursacht natürlich viele komische Momente, aber auch viele Probleme, aber auch viele Vorteile. Ranma, der sich verwandelt in ein wunderhübsches Mädchen namens Shampoo und damit alle Blicke auf sich zieht und lüsterne alte Männer wollen nach ihr grapschen und so weiter. Das ist wirklich ganz schlimm. Also sie erlebt er erlebt die ganzen Ungerechtigkeiten, die ganz viele Mädchen erleben auf dieser Welt, nur weil sie Mädchen sind. Eigentlich handelt Ranma von einer Liebesgeschichte. Es ist die Geschichte von Ranma Saotome, einem chinesischen Teenager, der Superkräfte hat, der sich verliebt in Akane, ein Mädchen. Und okay, ich spoilere das jetzt mal. Die werden später heiraten. Erfunden wurde die Geschichte von einer Mangaka-Zeichnerin namens Rumiko Takahashi und ja, so sieht sie aus, die Frau. Und ich habe dir nur so ein paar Eindrücke aus dem zeichnerischen Schaffen von Rumiko Takahashi, die auch Princess of Manga genannt wird, Prinzessin von Manga. Auch lustig, dieses Bild hier. Eine der reichsten Personen Japans mit einem Rap-Pullover. Ihr ist es gelungen, nicht nur einen Hit zu landen, wie es bei der Sailor Moon Zeichnerin der Fall war, sondern sie hat mehrere Hits geschaffen. Inuyasha, das ist diese Figur hier. Und ein weiterer sehr, sehr großer Erfolg war Urusei Yatsura. Das ist ein junges Mädchen im Bikini. Also man ordnet auch Rumiko ein in die Seinen Comics. Das sind Mangas für Jungs und junge Männer. Ein weiterer sehr großer Erfolg war Mason Ikkoku. Das handelt von Geschichten in einem Apartmenthaus, in einem kleinen Häuschen. Und man sagt, dass diese Geschichte zum Beispiel beeinflusst ist aus ihrer Zeit als junge Comiczeichnerin, Manga-Zeichnerin, als sie selber in ihrer 14 Quadratmeter Wohnung gelebt hat, zusammen mit zwei Mitarbeiterinnen, die ihr geholfen hat, den großen Erfolg zu bewältigen. Das müsst ihr euch vorstellen. Zu dritt eine WG in einem 14 Quadratmeter kleinen Zimmer. Ja, daraus sind so einige Situationen entstanden, die Rumiko offensichtlich hier in dieser Serie verarbeitet hat. Mason Ikkoku. Sie hat gelernt bei einem Großmeister, einem Mangaka-Großmeister namens Katsuo Koike. Katsuo Koike war ein japanischer Comic- und Drehbuchautor. Koike hatte seinen großen Durchbruch mit dem Aufkommen des Gekiga-Stils, der in realistischen Zeichnungen nicht auf die Darstellung von Sex und Gewalt verzichtete, also eher etwas für Erwachsene. Lone Wolf and Cub gehört zu den größten Erfolgen von Katsuo Koike. Bei ihm hat sie gelernt, in seiner Zeichenschule. Und mittlerweile gehört aber Rumiko zu den ganz Bekannten, die auch viele andere beeinflusst hat. Zum Beispiel, das ist Scott Pilgrim von dem Zeichner Brian O'Malley. 2011 ist in Japan etwas sehr, sehr Schlimmes passiert, und zwar das hier. All across northern Japan, they felt it. A violent Magnitude 9.0 earthquake on March 11th
Das ist eine riesengroße Katastrophe gewesen. 2011 in Japan der Tsunami, der ein Erdbeben, welches zu vielen Toten führte. 28.000 Vermisste, davon viele gestorben. Das hat ganz Japan und die Welt mitgenommen und traumatisiert. Und die Zeichnerin Rumiko Takahashi hat sich gesagt, sie will etwas tun, ja, um den Opfern zu helfen, und hat sie sich zusammengetan mit vielen anderen Mangaka und hat das sogenannte Heroes Comeback Manga gezeichnet. Und der Erlös aus diesem Manga-Buch kam den Opfern der Tsunami-Katastrophe zugute. Jetzt wisst ihr also schon eine ganze Menge über Rumiko Takahashi, der Prinzessin des Manga. Es wird Zeit, dass wir anfangen zu lernen, wie man Ranma als Mädchenversion, als sogenannte Shampoo, wie man sie zeichnet.
drama's a toy for Christmas. He was one of the greatest innovators. He did not do it right. He's a movie out of Japan. We'll be right back.
Das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, unterstützt doch die Zeichnerin Draw4U, indem ihr ihr ein Like schenkt. Draw4U heißt die Frau, die dieses Video zur Verfügung gestellt hat. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.